Ja, herzlich willkommen zum 100 Jahre Werden Online-Kongress. Ich habe heute einen ganz speziellen Gast, und zwar einen Experten für Strahlung. Und ja, da gehen wir gleich noch weiter rein. Im Prinzip ist Guy Lafforgue Techniker vom Beruf, und er stellte selber gesundheitliche Probleme fest und erforschte nachher, als die Ärzte nicht mehr weiter wussten, wo das herkam, und entdeckte ein System hinter den Krankheiten. Und als Buchautor klärt er jetzt über diese Sachen auf, über die Systeme und wie jeder das für sich und seine Gesundheit nutzen kann. Total spannende Themen. Und ich begrüße Sie, lieber Guy Lafforgue, und freue mich, dass Sie hier sind im Interview. Und vielleicht können Sie noch mal was dazu sagen. Sie sind Strahlenforscher und schreiben Gesundheitsbücher. Wie kommt das zusammen und wie kann man sich das vorstellen? Ja, guten Tag erstmal. Ja, ich bin Franzose im Ursprung, lebe hier in Deutschland seit 45 Jahren. Ich war in dem Bosch Außendienst zuerst in der Technik tätig und dann noch 20 Jahre ungefähr in dem Verkauf, also direkt im Vertrieb von der Firma Bosch aus Stuttgart. Als ich 28 Jahre alt war, bekam ich also heftige Probleme mit dem Rücken, und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Es waren furchtbare Schmerzen, und ich muss sagen, dass ich auch so verzweifelt war, die Medizin hat völlig versagt, dass ich auch mehr den Selbstmordgedanken nah war als dem Leben. Und manchmal gibt es Fügungen im Leben, und das durfte ich auch so erleben. Man muss aber wissen, dass ich also vom Beruf her also nicht nur Gastechniker war, sondern auch Elektrotechniker. Das heißt, dass ich also sehr viele elektrische Prozesse, elektrophysikalische Prozesse also verstehen könnte, also die Zusammenhänge machen könnte. Ich hätte aber auch niemals gedacht, dass mir das nach den sehr schlechten Jahren und schmerzhaften Jahren, dass mir das Wissen meine Gesundheit wiederbringen würde. Und so war es auch. Die Ärzte, wie gesagt, waren absolut ohnmächtig, und diese furchtbaren Schmerzen, schlaflose Nächte und so weiter haben dazu geführt, dass ich also keine Lust mehr zum Leben hatte. Nur bis ich auf den Punkt kam, ich war gerade in einem Krankenhaus tätig. Dort habe ich also das Heizkraftwerk in Betrieb genommen zu Anfang. Und dann erzählte ich von meinem Rückenschmerz, und dann, dass ich auch vorhatte, einen Ingenieur aus Mülheim kommen zu lassen, der Elektrosmog untersucht. Dieser Ingenieur aus Mülheim, ein Herrn Fischer damals, hatte selbst eine Messsonde gemacht. Er konnte elektrische Störungen messen, er konnte Strahlungen sozusagen, er konnte auch elektrostatische Strahlung messen, und er konnte auch elektromagnetische Strahlungen messen. Und naja, ich hatte ihm darum gebeten, dass er mich besucht, und gerade zu dieser Zeit, als ich seinen Besuch wartete, war ich auch tätig in dem Krankenhaus für diese Heizung. Und dann sagt mir der Ingenieur des Krankenhauses, also in solche Krankenhäuser sind es keine Hausmeister, das sind schon Ingenieure, die dafür die Technik zuständig sind. Ja, er sagt, ja, es gibt auch Erdstrahlen. Ich sage, Erdstrahlen, so ein Quatsch, ne? So, also als Techniker wollte ich ganz gerne wie dulden lassen, dass es so elektrische Strahlen gibt. Das ist ja klar, wir kennen so viel von solchen elektrischen Strahlen in Form von Mikrowellensender heutzutage, die überall sind und so. Also das war für mich nicht fremd, du, auch die Kommunikation über Antennen und wie auch immer. Ja, jedenfalls, er sagt mir, ja, wir haben doch jemand hier, der kann das. Und da habe ich mir, das war ein Friseur, da habe ich ihn angerufen. Und er kommt zu uns nach Hause und stellt fest, dass ihn welche Strahlen werden mit einer Wünschelrute aus Eisen. Der Mann war kein Fachmann.
Das war kein Fahrmann, aber es hat bei mir Gedanken ausgelöst, weil ich merkte, es passiert doch was da. Und er hatte irgendwie auch von meinem Schlafplatz gesprochen, als es praktisch sehr starke Strahlungen und das, was praktisch die Leute jetzt in Volksmund Wasseradern nennen. Aber es gibt nicht nur Wasseradern. Es ist wohl wahr, es gibt Wasseradern, die haben verschiedene Tiefen, die haben verschiedene Intensitäten und die sind grundsätzlich krebserregend. Die Strahlung aus Wasseradern sind immer mitverantwortlich für eine Krebsentstehung. Und dieser Krebspunkt, dieser natürliche Krebspunkt, der auch unter einem Bett zu finden ist, dieser natürliche Krebspunkt, ich kann manchmal nur 10 cm im Durchmesser sein, kann aber bis zu 1 Meter im Durchmesser sein. Das war damals der Anfang mit natürlichen Strahlung. Viel, viel später habe ich andere Messungen gemacht und zwar auch Widerstandsmessungen. Jetzt müssen wir auf das Thema noch zurückkommen, weil das so interessant ist. Ich habe nämlich dadurch die sekundäre Krebsursache festgestellt und auch den Liegetest, worauf ich ein Patent habe, das habe ich auch bei derselben Messung also entdeckt. Sehr spannend, sehr spannend. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Ja, das ist aber die sekundäre Krebsursache dann. Ne? Ja, also ja, ja. Man darf die beiden nicht vermischen. Also mit dem Wasseradern, das kann ich mir vorstellen, dass wenn man irgendwo über einer Wasserader schläft, dass man dort irgendeiner Strahlung ausgesetzt ist, die nicht gut für uns ist. Was gibt es denn da noch für Strahlungen? Also sagen wir mal so, die Wasserader ergibt, wenn sie nur 10 Meter in der Tiefe läuft, nur 10 Meter innerhalb von 24 Stunden, sie produziert ein elektrostatisches Feld von 0,25 Millivolt pro Meter. Das bedeutet, je tiefer die Wasserader ist, umso höher, umso größer wird die Spannung werden. Aber was auch eine Rolle spielt, ob das Wasser frei läuft unten oder durch Gesteine, das sind die Reizungen noch viel, viel größer. So, dann kommt auch die Wasser, das ergibt auch eine Intensität. Und die Intensität bestimmt auch, wie schnell ich meinen Krebs bekomme oder nicht. Oder ob es vielleicht nur durch eine einfache und konstante Krankheit bleibt, die aber nie zu Krebs wird. Aber ich werde darunter leiden. So, hinzu kommt, es gibt eine Polarität. Das heißt, dass die Atomkerne des Wassers entweder linksdrehend sind oder rechtsdrehend. So, die Kombination von dieser Intensität von Wasser. Also sagen wir mal so, linksdrehend molekular sozusagen, Intensität 1, das ist perfekter Krebs, das ist der absolute Krebs. So, hätte ich zum Beispiel 2, 3 oder 4, dann dauert es vielleicht länger, aber wenn ich nur dazu meinen Elektrosmog zu Hause habe und zum Beispiel eine sehr schlechte Ernährungsweise, viel Schweinefleisch, Schweinewurst und so mit den vielen Harn- und Fettsäure, dann löst sich das doch viel, viel schneller auf, als wenn ich zum Beispiel eine vegane Ernährung hätte. Dann gibt es auch die rechtsdrehende Polaritäten. Die stehen aber viel, viel mehr für zum Beispiel Multiple Sklerose, Parkinson'sche Erkrankung und so weiter. Eine Mischung, die sich ergeben kann aus zwei Wasseradern, die zum Beispiel eine linksdrehende und eine rechtsdrehende, das ist gut für die Leukämie. Nicht für den Mensch, aber für die Leukämie. Also, wo die Ernährung ganz, ganz wichtig wird, wenn man einen Krebs hat, und es ist auch durchaus möglich, dass man sich von einem Krebs heilt, wenn man konsequent isst. Das heißt, man kann sich bis zu 70% der Krebsfälle selbst heilen, wenn man erstmal diesen Krebspunkt ausweicht. Wenn man sämtliche Plastiken in einen Raum oder Metall in einen Raum und vielleicht auch im Haus entsorgt, die harmlos zu sein scheinen, wie zum Beispiel die Plastiktüte von Papiertaschentücher oder so, diese Plastiktüte ist in der Lage, wenn sie auf einem Krebspunktzell steht, diesen Krebspunkt auf ein Körperorgan jeden Art weiterhin zu senden. Und das wird auch zu Krebs. Das hängt immer nur noch von den Intensitäten. Das habe ich entdeckt, das ist bis jetzt nicht bekannt,
Aber das ist die Ursache dafür, dass wir die letzten 30 bis 35 Jahre einen Anstieg an 70% an Krebsfällen haben. Das Problem ist natürlich, trifft besonders die Kinder, das tut mir auch sehr leid bei den Kindern, weil Kinder haben ihre Plüschtiere teilweise aus China, die sind toll billig und so der Schaumstoff da drin ist so sehr krebserregend durch die Frequenzen. Alle Krankheiten sind Frequenzen. Die Schulmedizin behandelt chemisch, aber alle Krankheiten sind in ihrer Basis nur Frequenzen. Das heißt, ich muss die Frequenzen beseitigen und mit Chemie kann ich betäuben. Aber ich kann nicht heilen. Ich kann vielleicht zum Beispiel Viren kaputt machen, weil die sind mehr chemisch als sonst wie auch immer. Aber ich kann nicht die Krebsschwingung beseitigen durch Chemie. Wenn ich die Krebsschwingung beseitige, mein Bett richtig platziere, dann und so, dass ich keinen Krebspunkt habe und von da an für mindestens 6 Wochen, 42 Tage, absolut kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier, keine Butter, keine Milchprodukte mehr und absolut keine Zucker, weil Zucker ist die Haupternährung von Gehirntumor und von Krebs. Wenn ich das unterbinde, nach 42 Tagen bin ich nicht tot, aber mein Krebs ist tot. Weil der Krebs, wenn ich ihn habe, durch diese Schwingung an meinen Schlafplatz, wenn ich ihn dadurch kriege, ist es nun mal ein Krebs. Aber wenn ich ihn im Körper habe, dann ist es ein Lebewesen. Und dieses Lebewesen, wenn ich meinen Schlafplatz verstellt habe, dass ich dann gut schlafen kann, mich regenerieren kann, ist mein Lebewesen immer noch in meinem Körper, wenn ich es dafür sorge, dass es weiterhin ernährt wird. Und daran werde ich bestimmt sterben irgendwann. Ich muss also unbedingt handeln und diese Ernährung 6 Wochen lang, wie Rudolf Breuß gesagt hat, der Österreicher, ich muss diese Ernährung unterbinden. Ich muss mein Lebewesen Krebs, das ich im Körper habe, muss ich verhungern lassen. Hochspannend. Ja. Es ist absolut wichtig. Und ja. Ich darf mir zwischendurch nicht mal eine einzige Praline erlauben. Wenn ich mir eine einzige Praline in dieser Zeit erlaube oder eine einzige Scheibe Wurst, dann gebe ich wieder einen Start an diese Lebewesen. Ich muss absolut zäh sein. So, nur absolut vegan essen. Okay, das habe ich jetzt, leuchtet mir absolut ein, den Krebs aushungern. Ja. Gehen wir vielleicht nochmal zurück in die Strahlung, weil das finde ich total spannend. Sie haben gesagt, dass Plastiken und Kuscheltiere und alles solche Sachen künstliche Strahlungen aussenden. Man hört ja im Prinzip nur darüber, dass es, ich sag mal, chemisch untersucht wird, was für Giftstoffe da drin sind. Aber dass selber Schwingungen davon ausgesendet wird, davon habe ich so in der Form noch gar nichts gehört. Ja, das ist ein total spannendes Thema. Also auch eine neue Art der Denkweise, an die Dinge ranzugehen und die Dinge zu sehen. Ja. Und also dann grafisch, dann sage ich Ihnen, was weiter passiert ist, als ich damals mit diesem Ingenieur gesprochen habe, als ich Rundengänger zu Hause war. Was Sie wissen müssen, das ist, dass ich am nächsten Tag für 3 Wochen im Krankenhaus wegen meinem Rücken eben nach Hamm in der Klinik für manuelle Therapie musste. Und als ich in Hamm ankomme, dann der Arzt untersucht meinen Rücken und er sagt, wieso sind Sie denn da? Ja, ich sage, weil seit 2 Jahren ist eine akute Hüftoperation angesagt. Ich kann nicht mehr laufen. Und ich sah im Winter 50 bis 100 Meter laufen, dann kann ich nicht mehr dafür. Es ist sowas von schmerzhaft. Also ich komme nicht weiter. Ich warte auf eine Hüftoperation. Ja, es hat erstmal, müssen Sie wissen, bei uns wird nicht mit dem Messer umgegangen. Und er sagt, und an dem Röntgenbild, was Sie mir gebracht haben, dann es tut mir leid, aber ich wäre froh, wenn alle meine jungen Patienten so tolle Hüften hätten, wie Sie welche haben. Ja, ich sage, das gibt's doch gar nicht. Ich habe so eine Angst seit so vielen Jahren, das kann ich Ihnen so nicht abnehmen. Weil mein Orthopäde hat mir gesagt, ich sollte unbedingt eine Hüftoperation haben. Ich habe gesagt, ich weiß schon, dass er einen Freund hat in einer orthopädischen Klinik, das ist ein Jagdfreund und er führt solche Operationen. Das weiß ich und deswegen bin ich etwas misstrauisch und so. Und er sagt, nein, sagt er, holen Sie mal, das Bild ist einfach überlichtet. Und es ist kaum zu sehen, dass Sie eine Sehne haben,
also oberhalb der Nieren, in der Höhe von Nierenbereich in der Wirbelsäule. Und diese Sehne ist durch eine Blockade in der Wirbelsäule entzündet. Und das ist die Sehne, die praktisch durch die Hüftgelenke reingeht bis zum Fuß hin. Und dadurch, dass es praktisch immer gepresst wird von den Hüften, wenn sie stehen, dann dadurch haben sie auch die Schmerz. Sie werden feststellen, wenn sie Fahrrad fahren, 50 Kilometer, passiert nichts. Ich sage, da haben Sie recht. Ich habe da keine Schmerzen. Das ist doch klar, weil Sie haben einen anderen Winkel. Sie stehen nicht mehr auf dieser Sehne. Sie schieben einfach da gegen den Knochen. Oh, deshalb wissen Sie was? Ich rufe einen Kollegen. Und er sagt, ja, komm, dann kommt er rein, er sagt, guck, er muss eine neue Hüfte haben. Er sagt, wie eine neue Hüfte? Guck, dann die Hüfte ist doch super, das Bild ist nur überlichtet. Ich denke mir, das geht doch gar nicht. Und es kam sogar ein dritten Arzt noch dabei und der bestätigt mir. Er sagt so, sagt er, Sie haben Schwierigkeiten, uns zu glauben hier. Sie dürfen natürlich die Klinik nicht verlassen. Aber ehe wir was mit Ihnen anfangen, kommen Sie bitte morgen früh. Und da oben an der Wirbelsäule werde ich eine kleine Spritze an Traubenzucker eingeben, also biologisch. Und er sagt, Sie laufen bitte nach Hamm, 4,5 Kilometer und nochmals zurück, das sind 9 Kilometer. Und Sie kommen zu mir morgen Abend und Sie sagen mir, dass Sie keine Schmerzen mehr haben. Und so war's. Und da habe ich in eine Buchhandlung nochmal geguckt und da habe ich 2 Bücher geschrieben, die mir unheimlich was gegeben haben. Da war ein Buch von Köln-Lechner, das nannte sich Man stirbt nicht im August. Und da, ich lese eigentlich ganz wenig, aber da habe ich die Bücher geschluckt bis zum 3 Uhr nachts und dann wurde ich um 7 Uhr wach und da habe ich wieder zu den Büchern gegriffen. Das war total packend. Und dieses Buch von Köln-Lechner gab vor, dass ein Dr. Hartmann in Eberbach am Neckar Kongresse hält über diese ganze Geschichte mit Radiästhesie, das ist die Wissenschaft der Strahlen. Und dann habe ich dort ihn angerufen. Dann sagt mir die Frau, ja, die sagt, das stimmt, wir haben auch einen Kongress. Die sagt aber, das ist nur für Ärzte und Heilpraktiker. Und sie fragt mich, oder sind Sie Arzt? Und in meiner Not habe ich gesagt, ja sicher bin ich Arzt. Und da bin ich aufgenommen worden und sie haben gar nicht nachgefragt da unten. Und damals der Dr. Dieter Aschoff, auch Krebsforscher, auch Ernst Hartmann, Krebsforscher, standen beide auf der Bühne. Da waren ungefähr 200 Ärzte aus allen deutschsprachigen Ländern, auch aus dem Elsass, aus Holland, Belgien, Schweiz, natürlich Österreich. Und dann stehen diese beiden Ärzte auf der Bühne und sagen so, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie wir hier alle wissen, Krebs entsteht nur durch Wasserader. Da habe ich überlegt, ich denke mir, Moment mal, wo bin ich denn hier gelandet? Die ganzen Fahrtkosten, 1000 Kilometer, die Hotelkosten, die Seminargebühren. Und ich muss mir so einen Quatsch anhören. Ne? Und dann denke ich mir, was sind denn das überhaupt für Ärzte hier drin? Und dann drehe ich mich ganz vorsichtig um und gucke mir die ganzen Leute an. Ich denke mir, naja, die sehen wirklich nicht doof aus hier. Ne? Und dann habe ich das weiter, es war unglaublich. Da hat der Dr. Aschoff, wollte eine elektrische Blutmessung machen. Also der hat mir, und da habe ich mich als Erste natürlich auch bereit erklärt. Und da hat er mir, hier an diesem Ohr, hat er mir einen konfettigroßen Blutfleck. Und er sagt, Ihr gesundheitlicher Zustand anhand dieses Blutfleck ist in 30 Jahren vollkommen nachvollziehbar. Der heutige Stand. Jetzt. Nur ein Blutfleck. Und der hat also... Mein Blutfleck untersucht, das ist sein Kommentar, das ist also unglaublich. Unglaublich. Sein Sohn macht weiter in Wuppertal, Jürgen Aschoff, also und da auch der Herr Hans-Eugen Plage in Münster forscht permanent und diese beiden haben mittlerweile 20.000 verschiedene Krebsfrequenzen in ihrem Computer. Man fasst die Antenne an,
man darf sich nicht bewegen, man kann sprechen. Und dann macht der Computer nach 10 Minuten kling. Und dann guckt man drin, da hat man genau seine ganzen Krankheiten drin. Und dann auch noch die ganzen homöopathischen Therapien auch noch dabei. Es ist einfach irre. Ich habe dort zwei Ärztinnen gebracht, also ein Tierarzt und eine super Ärztin. Aber diese Leute kommen natürlich dahin und dann haben die Nase etwas hoch. Und dann, hat er den Bluttest auch mitgemacht mit der Ärztin. Und dann guckt sie nach den 10 Minuten nochmal im Computer durch die zwei anderen. Dann stellt sie fest, oh, das habe ich, das ist, ach ja, das sind meine Probleme als Ärztin, das sind meine Probleme. Plötzlich wurde sie ganz klein, nette Frau. Und dann sagt sie, ah, und meine Salmonellen. Ich hätte gerne meine Salmonellen. Die sagt, ich weiß das, dass ich meine Salmonellen, ich habe sie seit 6 Monaten, ich kriege sie nicht weg. Ja, sagt der Herr Plager, sagt, ja, das haben wir in ein paar Sekunden weg. Die sagt, wie kommen Sie denn dazu? Er sagt, wissen Sie, wir haben jetzt die Frequenz Ihrer Salmonellen in meinem Computer. Jetzt gebe ich die Gegenfrequenz für Ihre Salmonellen ein und die Salmonellen sind weg. Die sind tot. Hat er gemacht. Die Salmonellen waren weg. Also, das ist fantastisch. Das ist unglaublich. Also ich bin voll im Thema drin. Und ja, jedenfalls damals der Dr. Hartmann, das hat mich mächtig interessiert, weil mit meinem Technikerwissen war ich viel mehr in der Lage zu verstehen, warum so etwas entsteht. Und dann habe ich einfach angefangen, Hautwiderstandsmessungen zu machen. Der Dr. Hartmann hat das Georhythmogramm genannt. Und zwar, das sind zwei Anode aus Messing 63, das beinhaltet also kein Blei. Und dann nimmt man ein ganz normales Messgerät von Elektriker, dieses Vielfachmessgerät, und man stellt es auf Kiloohm, also für den Bereich von 20 bis 500 Kiloohm oder so etwas. Und dann alle 30 Sekunden muss die Testperson, sie darf sich nicht bewegen, sie muss auf dem Rücken liegen und sie muss alle 30 Sekunden nur die zwei Elektroden anfassen. Dann notiert man praktisch, welche wie hoch der Wert ist, 20 Kiloohm. Und dann, wenn es ansteigt, so alle 30 Sekunden, meinetwegen bis auf 70 Kiloohm oder so, das dauert vielleicht 7, 8 Minuten, bis es so hoch, dann fällt praktisch der Hautwiderstand komplett wieder nach unten beim nächsten Mal, wo der Körper versucht, wieder dagegen anzukämpfen. Das darf nicht sein. Der Mensch hat im Durchschnitt, es sind verschiedene Werte, also 20 Kiloohm ungefähr ist der richtige Wert, dann wird der Mensch sich hinlegt, ist er noch ein bisschen aufgeregt und dann gewöhnt er sich an den Elektronen, alle 30 Sekunden anfassen und dann wird es komplett eine gerade Linie. Und wenn es eine gerade Linie ist und er fühlt sich dann wohl, der Mensch, dann ist alles in Ordnung, er kann eigentlich keinen Krebs bekommen. Wenn aber er auf seinem Bett liegt und er hat einen Krebspunkt und er fasst alle 30 Sekunden und das geht immer hoch und dann wieder runter und hoch und wieder runter. Ich habe für den Arzt Dr. Hoffmann hier in Münsterland gearbeitet. Er wurde leider in Hamburg umgebracht. Aber ich habe 15 Jahre lang, wir haben uns einen Spaß damit gemacht. Er hat mich also nach alles seine Tumoren und Krebsfälle geschickt. Und er hat mich sogar zu einem Fall hingeschickt, wo normalerweise keine weitere Hilfe gibt. Und das war eine Lateralsklerose. Eine Lateralsklerose bedeutet, dass praktisch das Letzte, was versagt, das ist das Herzmuskel und der Mensch ist tot. Er sagte mir damals, wir dürfen nie darüber sprechen, sagt er, war eine Lateralsklerose, das wäre ein Riesentrara für uns, weil an einer Lateralsklerose sterben alle. Ich kam in dem Haus, der Mensch hatte einen Hautwiderstand von 500 Kiloohm, nicht mehr für mein Diagramm messbar. 500 Kiloohm. Und ich stellte fest, dass da, wo er war, dass es da praktisch absolut unterirdisch verseucht an Strahlung war. Ein enormes Potenzial. Und dann habe ich ihm gesagt, Sie möchten bitte das andere Zimmer am Ende des Hauses belegen, da haben wir gute Plätze. Und diese guten Plätze legen Sie sich an diese Stelle. Und da konnte ich 20 Kiloohm durchweg messen. Monate später sagte mir den Doktor
hofft man, dass diesen Mensch nicht sich regeneriert hat, nicht gestorben ist. Das Herzmuskel hat nicht mehr versagt, sondern er muss wieder aufgebaut haben. Aber wie gesagt, er ist in Hamburg gewesen, er wurde umgebracht und da haben wir viele Dinge. Sonst haben wir uns alle 3 Monate getroffen und wir haben die Fälle besprochen. Wir haben sogar gemeinsam für Ärzte und Heilpraktiker haben wir auch sogar Vorträge gehabt, so gehalten, sogar bis nach Ulm. Das heißt, ich hatte 3 Stunden, er hatte 3 Stunden, je eineinhalb Stunden pro. Und interessant war also in Ulm zum Beispiel, dass die Leute, das waren alle Ärzte, also super Ärzte, und der Dr. Hoffmann war etwas sauer, weil mit meiner Thematik habe ich ihm damals die Show gestohlen, sozusagen. Aber die Leute haben richtig was mitgenommen. Also Fakt ist es so. Jeder ist in der Lage, das zu spüren. Jeder ist in der Lage zu spüren, was ihm stört. Und das ist, dafür muss er lernen, mit deinen Wünschen rund umzugehen. Und jeder ist mit dieser Eigenschaft geboren, weil unser Körper, das kann man auch mit einem Vielfarbmessgerät messen, da fließt der Strom von links nach rechts oder rechts nach links, wenn man die Elektroden, man kann man den digitalen Messgerät gerade sehen. Und das ist ein elektrischer, jeder Elektriker versteht das, dann gebe ich in dieser Wünschelruhe, die ich unter Spannung halte, dann gebe ich meinen Strom rein und die Wünschelruhe ist immer in meine Aura, das ist mein elektromagnetisches Feld. Wenn ein Mensch kein elektromagnetisches Feld als Aura ist, dann ist er schon unter der Erde, so ungefähr. Also er hat immer dieses elektromagnetische Feld. Der niedrigen Blutdrucktyp wird praktisch 90 cm vorne haben. Der hohen Blutdrucktyp wird auf 40 cm und die Mischtypen liegen bei 60 cm, wenn sie gesund sind. Also ich bin auf alle Fälle, bin ich immer mit meiner Wünschelroute in meiner Aura. Und somit praktisch kann ich mit meinen Gedanken nach dem, was ich suche, produziere ich auch elektromagnetische Informationen, denn Gedanken sind Materie. Denken ist Materie. Das heißt, ich produziere entsprechend meine Wünsche, meine Fragen, also an meine Wünschelroute, produziere ich praktisch das elektromagnetische Feld, die dasselbe entgegensucht. Verstehen Sie? Und dann dadurch praktisch stoße ich auf dem, was ich suche. So. Die Störung, die ich, wenn ich nicht weiß, ob ich ein gutes Bett habe oder mein Kind ein gutes Bett hat oder Schlafplatz, dann lege ich mich auf dem Rücken auf das Kinderbett oder auf mein Bett, auf dem Rücken, flach auf dem Rücken, Beine lang am Körper, nicht überkreuzt und die Arme auch nicht am Körper. Und dann muss ich eine Viertelstunde lang liegen bleiben. Und wenn ich merke, dass es anfängt, in den Füßen zu kribbeln, in den Fingern zu kribbeln. Wenn ich merke, dass ich nicht mehr ins Zwerchfell richtig atmen kann. Wenn ich merke, dass ich innerlich nervös werde, dass ich am liebsten aufstehen würde. Dann bleibe ich aber wieder doch hier und merke mal innerhalb von dieser Viertelstunde, wie mein Körper zu kämpfen hat. Dann meldet er mir einfach, dass eine Krankheit droht. Dafür aber verweigert er mich, wenn ich in mein Bett liege, immer den Schlaf. Wenn ich Schlafmangel habe, ist es immer ein Alarmsignal meines Körpers, der mir sagen will, pass auf, hier kann ich nicht liegen, hier kann ich nicht schlafen, du musst mir einen anderen Platz suchen, der nicht gestört ist. Wohlgemerkt, es kann sein, dass der Platz gut ist, eigentlich von der Natur aus, aber der ist komplett gestört durch die ganzen Plastik- und Polyester-Sachen, angefangen von den Socken, die immer 2-3% Lycra oder Elastan haben, oder zum Beispiel, dass ich Plastikkleidung in den Schränken habe, oder dass ich noch verpackte Baumwollkleidung immer noch von Aldi oder wo auch immer so in Plastiktüten auf Vorrat habe. Das muss komplett weg. Selbst meine Brille in der Nacht, die einen Lupeneffekt macht, muss oben auf einem Schrank und praktisch den Lupeneffekt in der Richtung, zur Wand oder sonst noch wohin, weil auch das bringt ein Problem. Es ist nicht biologisch. Es ist gut tagsüber. Ich brauche das. Und tagsüber bin ich nicht so angreifbar, weil ich mich permanent bewege. Und weil ich nicht die Aggression des Mondes habe.
Besonders dann bei Vollmondmerkmalen, da können die meisten Leute dann nicht mehr schlafen. Der Körper verweigert den Schlaf, weil er sagen will, Achtung, hier nicht länger, ich werde krank. Und dann... So viele Themen jetzt auf einmal. Ich gehe einfach mal kurz dazwischen. Also im Prinzip geht es darum, dass wir lernen müssen, wieder irgendwo auf unsere Intuition zu hören und sensibel werden, solche Strahlungen wahrnehmen zu können, solche Fremdstrahlungen, zum Beispiel mit Hilfe einer Wünschelrute. Und es geht darum, dass wir unseren Schlafplatz optimieren, weil ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir ja dort. Ja. Und der Körper ist im Regenerationsmodus und dadurch ist er eben angreifbar. Der Grund ist ganz einfach, dass unser Blut ist nur gesund, wenn er magnetisch ist. Ein elektrisches Blut ist immer krank, weil er ist nicht mehr in der Lage, einen Elektromagnetismus zu produzieren. Das kennen die Elektriker. Die haben ein Trafo dazwischen, um Elektromagnetismus zu schaffen. Also das heißt, der adäquate Platz für einen Mensch ist ein Schlafplatz mit einem durchgehenden Erdmagnetismus von 0,5 Gauss. Wenn ich mich auf diese Stelle lege, und das ist absolut ungestört, 0,5 Gauss, weder künstlich noch natürlich. Das kann auch an der Matratze liegen. Die Leute kommen, sie kaufen sich Schaumstoffmatratzen, da kann man sich fast einen Strick sofort nehmen und auch mit dem Boxspringbett mit so viel Metalle da drin, die also aus Eisen, die verändern komplett den Erdmagnetismus am Schlafplatz. Diese ganzen Metallbetten und alles, das ist eine Katastrophe, weil dieser Erdmagnetismus, der so gut für meine Gesundheit ist, wird automatisch praktisch durch die Metallteile darin gestört. So, und dann kommt auch noch dazu die Schaumstoffmatratzen und dann kommen vielleicht auch sogar Bettzahren aus Polyester und wie das alles so heißen. Unsere Jugend ist nämlich so weit, dass sie, wenn die hört 100% Baumwoll, da weiß sie, dass es also Natur ist. Aber wenn sie liest 100% Polyester, so schön gelobt, dann meinen die Leute jetzt fast, das ist ein Stück Natur auch so, dass es auch gut ist. Ne? Oder Polyurethan oder den ganzen Mist. Wir Mensch, absolute oberirdische Naturprodukte. Absolute oberirdische Naturprodukte. Und genau wie Adam und Eva das hatten, brauchen wir in unserer nächsten Umgebung für unsere Ruhezeit, für die Nacht, eine absolute oberirdische Umgebung von vollen Naturprodukten. Alle Stoffe, die aus Mineralien oder bestehen, oder Rohöl oder so, die aus der Erde extrahiert sind unterirdische Produkte, die nichts mit unserer Natur kompatibel sind. Sie haben nichts in mein Schlafzimmer zu suchen. Sie haben vielleicht draußen in der Werkstatt, sie können vielleicht in der Küche was zu tun haben. Aber dann bitte die Plastiktüten, die ich da, wo ich meine Sachen einkaufe und so. Diese Plastiktüten sind nur Transportsicherung. Und sobald ich zu Hause bin, möchte ich bitte mein Klopapier auspacken, meine Küchenrolle auspacken und alles, was ich sonst auspacken kann, auspacken. So, und ganz in den Schränk reinpacken. Und dann in der Küche kann ich das auch wunderbar machen, auch begrenzt bis auf andere Sachen, die doch in Plastik bleiben müssen. Wohlgemerkt ist es so, dass ich noch nie Probleme mit Tupperware gehabt habe. Die Tupperware scheint eine besondere, ich will keine Werbung machen. Es geht nicht um Werbung zu machen, aber ich habe viel zu viel Störungen durch viele Plastiken gehabt, wovon die Leute praktisch ihr Leben ruiniert haben. Und deswegen muss ich da schon auch nicht nur die Leute verrückt machen, muss ich auch einen Tipp geben, wie man das gut machen kann. Es ist mein Bestreben, dass die Menschen alle gesund werden. Also wenn ich das richtig verstehe, sind es hauptsächlich Weichplastiken, so Verpackungsmaterialien. Ja, und das ist richtig. Es gibt einige Hartplastiken, die da eventuell Ausnahmen bilden. Ja, ja, aufpassen, aus Kunststoff, Schaumstoffe, zum Beispiel auch in Kissen und so weiter. Sie können ein ganzes Haus mit einem Faschenkissen, so wie auch den bestimmten Möbelhäuser, die man international so kennt, ne, in FDP-Farbe und so weiter. Also da ist ja nicht sogar gerade geraten, Naturprodukte zu suchen. Na, vielleicht haben Sie ja welche, aber ich muss sagen, ich habe schon schlechte Erfahrungen mit solchen Kissen aus dem Hause da gehabt. Das war eine Frau, die schon mal Krebs gehabt hat und sie konnte wieder nicht mehr schlafen.
Und im Wohnzimmer hatten sie gerade so ein Kissen auf dem Sofa. Und dann sage ich, ihr habt ja Störungen, ihr habt was zusätzlich gekauft. Nein, haben wir nicht. Die machte den Liegetest. Ich sage, Moment, ich komme gleich wieder. Ich hole das Kissen vom Sofa runter. Und dann komme ich wieder hoch und die sagt, was hast du denn jetzt gemacht? Ja, ich sage, dein Kissen dahin. Wo hast du das her? Und das sagte sie mir. Ich sage, das geht in den Müll, bitte sofort in den Müll. Das heißt, das Kissen hat einen künstlichen Krebspunkt erzeugt. Ja, es hat einen künstlichen Krebspunkt erzeugt. Es hat praktisch, es hat da unten so einen Anteil am Rand vielleicht einen Zipfel, vielleicht einen natürlichen Krebspunkt abgefangen und das komplette Sender oben in den Schlafraum. Das heißt, so Plastiken und Kunststoffe können diese natürlichen Strahlungen verstärken und dadurch künstliche Krebspunkte erzeugen. Ja, das Problem ist natürlich, wenn ein Kunststoff anfängt, sich mit einem anderen Kunststoff zu verbinden, nochmal mit einem anderen Kunststoff zu verbinden und nochmal zu einem anderen Kunststoff zu verbinden, dass man dann anschließend tatsächlich den Übeltäter findet. Also für den Neuling, der damit anfängt, das ist am Anfang fast zu verzweifeln. Aber mit ein paar Erfahrungen geht es. Also ich zitiere jetzt nur einen Fall. Wir schlafen hier Schlafzimmer zu Richtung Süden hin. Und wir haben einen langen Garten von ungefähr fast 40 Meter. Und meine Frau sagt mir, wir haben eine Störung, ich kann nicht schlafen. Also, okay, wie gehabt, mitten in der Nacht muss ich aufstehen. Und ich stelle fest, dass am Ende des Gartens ein künstlicher Krebspunkt, ein Krebspunkt sich gebildet hat. Ich gehe in der Nacht dahin und erfasse einen künstlichen Krebspunkt. Dann frage ich den Krebspunkt, ja, wo kommst du denn her? Und dann mache ich mit geschlossenen Augen, mit der Wünsche in den Hand, drehe ich mich um und das Ding zeigt wieder bei uns auf der Terrasse. Dann komme ich auf der Terrasse und stelle fest, da ist ein Blumentopf aus Terrakotta, natürlich keine glänzenden Töpfe mehr, keine Plastikuntertöpfe mehr, das haben wir schon lange nicht mehr, weil wir wissen ja, was er tut. Und meine Frau hatte so ein kleines Holzteil, also ein Stäbchen als Deko, in der Erde reingetan. Ich denke mir, da ist doch gar nichts zu sehen. Und die Spitze der Wünschelrute, die zeigt so präzise an, ich merke, das sind so kleine Haare. Das heißt, das kleine Figürchen hatte harte Barthaare aus Plastik. Von 2,5 Zentimeter. Da waren vielleicht nur 8 Stück davon. Aber das ist genau eine Mikrowellenlänge. Und da unsere Mikrowellensender sich so toll hier überall austoben, wegen Handy und Smartphone und WLAN und den ganzen Scheiß, dann praktisch habe ich diese WLAN, die, ich wollte es nicht glauben, ich habe die Plastikhaare ausgezogen, nur weil es Mikrowellen waren. Und ich komme zurück, die sagt meine Frau, jetzt kann ich gut liegen, jetzt ist die Störung weg. Was war das? Immer die Frage, was war das? Aber es ist einfach irre. Aber das können wir alle. Wir können das alle. Weil wenn unser Körper uns davor warnt, dass er nicht schlafen kann und nicht schlafen will, dann ist er auch in der Lage, um zu sagen, was stört. Und wenn man von Wünschelrute spricht, man wird total ausgelacht. Aber die Leute vermuten nicht, dass das ihr größter Lebensretter ist. Ich kann mir kein Leben ohne Wünschelrute. Wenn wir auf Reise sind, es ist egal, wo wir hin sind oder mit unserem Wohnmobil. Das Wohnmobil steht immer, die Betten stehen immer auf Strahlungsplätze. Und wenn die Leute bei uns aufstehen, auf ein Gebiet und sagen, boah, was habe ich schlecht geschlafen? Da kann ich sagen, nein, wir haben gut geschlafen. Wir haben auch ganz spezielle Matratzen aus Latex, aber ein Latex aus Sri Lanka, weil die Komponenten sind absolut friedlich, total komfortabel und wir schlafen nur auf sowas. Das sind die Sachen, die ich sowieso auch empfehle, weil sie keine Störung übernehmen. Sie übernehmen keine Plastikstörung. Und man muss sich vorstellen, was Betten für Flächen sind. Wenn sie in der Lage sind, wenn man ein paar Betten hat, mal mit Kindern und so, wie schnell hat man 8 oder 10 Quadratmeter voll in einem Haus von solchen Sachen aus Kunststoff, die auch noch Plastiken übernehmen und weiter ins Haus senden. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Man holt sogar in dichte Siedlung, holt man sogar die Kunststoffstörung von Nachbarn in dem Garten ins Haus rein. Also das ist, und man merkt, wir haben alles hier rausgeschmissen, auch bei unserer, wir haben ein Saunabett und wir haben andere Gästebetten. Wir haben alles weggemacht und seitdem bekommen wir keine Störung mehr von den Nachbarn.
cool. Bei Matratzen, da fällt mir ein, gibt es ja auch Federkernmatratzen, wo Metallfedern drin sind. Die könnten ja theoretisch auch Strahlung aufnehmen und verstärken, oder wie ist das? Ja, das ist ja anders. Natürlich, aber unabhängig davon. Unabhängig davon ist es so, dass diese Federkerne können zum Beispiel auch linksdrehend sein, molekular. Und dann gibt es auch etwas, da nimmst du einen Kompass und dann gehst du von oben, von Fußende bis zu Kopfende da oben mit dem Kompass. Da wirst du sehen, das geht links und rechts und links und rechts. Und deine Regeneration für dein Blut, folgendes, es geschieht so. Ich sagte ja, 0,5 Gauss, ungestörter Erdmagnetismus. So, jetzt legen Sie auf Ihren Schlafplatz, so dass Ihr Körper über seine 400.000 Kilometer langen Nervensystem, die beste Antenne zwischen Erde und Kosmos, wie die Chinesen schon vor 5.000 Jahren dokumentiert haben, diese Riesenantennen übernimmt den Erdmagnetismus integral und transportiert es über die Zwischenfaser, also über die Synapsen bis an den Zellen. Die Zellen wiederum nehmen diese 0,5 Gauss auf und transferieren es in eine elektrische Spannung zwischen 70 bis 90 Millivolt. Durch diese Spannung wird die Zellmembran in Bewegung gesetzt und somit wird sie Sauerstoff für das Gewebe hineingepumpt. Da kann ich nicht krank werden. Das geht nicht. Aber wenn ich einen gestörten Punkt habe am Bett, ich erkläre auch gleich weiter, wie das geschieht. Wenn ich einen gestörten Punkt habe und meine selben Organ, ein Krebspunkt, jede Nacht auf diesen selben Organ liegt und ich bin etwas übersäuert sogar, dass mein pH-Wert, mein Stoffwechsel nicht mehr stimmt, mein pH-Wert sinkt vielleicht auf 5,5 durch zu viel Schweinefleisch und Wurst und so weiter, dann können die gesunden Zellen nicht mehr die Kranken oder die Schwachen unterstützen. Es gibt einen Cut sozusagen. Jeder ist für sich. Wenn ich aber währenddessen an mein Morgenurin einen pH-Wert von 7,4 messen kann, an mein Morgenurin mit pH-Papier, dann, wenn ich 7,4 habe, dann fühle ich mich sowieso topfit. Ja, das kann ich ergänzen durch Mineralsass nach Dr. Kern zum Beispiel. Das kann ich machen. Das ist in meinen Büchern genau beschrieben, wie ich das mache. Dann treibe ich mein pH-Wert wieder auf 7,4 statt auf 5,5, 6,5. Das ist nämlich bei Krebs der Fall. Dann sind meine Zellen nicht mehr voneinander isoliert. Das heißt, meine gesunden Zellen mit ihrer 70 bis 90 Millivolt sind in der Lage, die gesunden noch zu unterstützen. Weil man hat ein elektrolytisch, es baut sich ein elektrolytisches Bad in meinen Körper, sodass sie praktisch die elektrische Spannung sich also überall übernommen wird. Ja, aber nur bei dem guten pH-Wert. Bei dem, wie gesagt, bei dem schlechten ist es, das kann man jeden Morgen, das kostet 3 Euro, glaube ich, so ein Heft von 100 Zettelchen, kann aber lebensrettend sein. Und da muss ich auch auf meine Ernährung aufpassen oder Mineralsalz auch dazu nehmen. Das ist ganz wichtig, um den Krebs schnellstens wegzukriegen. Dann ist es so, dass diese Metalle von Federkerne, die mit dem Kompass, wenn ich drüber bin, die beeinflussen mir das auch komplett, weil die nehmen mir den Magnetismus teilweise weg. So, wenn ich aber so ein gestörtes Feld, immer dieselben Organe Nacht für Nacht, und ich bin dann übersäuert, mein Stoffwechsel stimmt nicht mehr, dann bin ich total angreifbar. Und es braucht nur noch ein Verwandt zu sterben, einen Unfall zu passieren, das nimmt mich seelisch nochmal mit, dann habe ich keinen Widerstand mehr und siehe da, die Krankheit ist schon da. Und da gehe ich zum Arzt und da mache ich einen Riesenfehler. Weil wenn ich zu einem Arzt gehe, dann gehe ich immer mit Krankheiten dahin. Ein Arzt ist immer ein Spezialist für Krankheit. Er ist noch nie ein Spezialist für Gesundheit gewesen. Ich bin verantwortlich für meine Gesundheit. Der Arzt weiß nicht, wie ich lebe zu Hause, was ich esse, wie ich lebe, ob ich elektromagnetischen Störungen, ob ich Erdstrahlen habe und so weiter. Ein Arzt ist nur für Krankheiten zuständig und er versucht mit seinem besten Wissen, meine Krankheit zu bekämpfen. Aber wieso ich dahin gekommen bin, das kann er ja nicht wissen.
Deswegen hat man heutzutage sehr viele Leute in Krankenhäuser untersucht werden mit allem möglichen Aufwand. Und dann wird gesagt, ja, die finden nichts. Und die schicken den Patienten nach Hause wieder. Ist doch klar, dass sie nichts finden. Wenn sie, der Mensch auch seine Bude voll Plastiken hat, noch zusätzlich, das kann nicht gehen, das kann nicht funktionieren. Das heißt, der Patient, der Mensch selbst, muss sich um sich selbst kümmern. Er kann den Arzt dafür nicht verantwortlich machen. So, ich kümmere mich um meine Gesundheit, ich habe immer meine Wünscheroute und meinen Pendel dabei, wir sind in dem Wohnmobil unterwegs, ich kenne keinen Arzt, ich habe keinen Arzt, ich schluck keine Medizin und so weiter. Ich bin gesund. Ich brauche die ganze Scheiße nicht. Entschuldigt mal, weil das macht mich wütend. Weil die, und die Wünscheroute, wenn ich da rangehe und sie gibt mir einen Widerstand, dann weiß ich genau, da ist was. Wenn sie überhaupt keinen Widerstand meldet, dann ist nichts. Also ist es gut für meinen Körper. Und dann mache ich meinen Liegetest oder ich mache zum Beispiel den Muskeltest mit jemand anderem, also den kinesiologischen Test. Das ist auch eine Wünscheroute. Der Arm ist auch eine Wünscheroute. Wenn man also den Menschen, der konzentriert auf meinen Schlafplatz, der konzentriert darauf, wer visualisiert. Es ist nur eine Frage der Visualisierung. Ich visualisiere den Schlafplatz. Ja? Oder ich visualisiere es so, dass mein Körper auch darauf liegt. Und dann macht man einen Krafttest, ob der Platz gut ist. Und wenn er komplett nach unten fällt, dann weiß ich genau, dass ich schlecht. Aber wenn er an Kraft zunimmt, der Arm, dann weiß ich, das ist ein guter Schlafplatz. Ja, und das ist, und diese Wünschelroute, die haben wir alle in uns. Die Leute belächeln das mit dem Pendel genauso. Die wissen nicht, dass sie sich damit langsam umbringen, weil unsere Umwelt ist absolut nicht mehr natürlich momentan. Wir haben alles möglich, um unsere Umwelt zu stören in unsere Häuser. Aber das ist lebensrettend. Damit kann ich meine Kinder, und wenn mein Kind nicht mehr schlafen kann und will jede Nacht zu mir ins Bett und legt sich dazwischen beide Elternteile, das Kind lädt sich ab von den Störungen an seinen beiden Eltern. Die Eltern können nicht schlafen und das Kind ist am nächsten Morgen ausgeschlafen, die Eltern nicht. Aber warum ist das Kind weggekommen von seinem Schlafplatz? Fakt ist, in der Regel, wenn ich einen schlechten Schlafplatz suche, natürlichen Strahlen habe, einen natürlichen Krebspunkt, dann habe ich immer Angst und Albträume. Das heißt, meine Seele hat keinen Zugang für meine guten Träume, für meine gute Intuition, das alles, was mein Leben programmiert. Wenn ich aber einen künstlichen Krebspunkt habe, dann habe ich entweder dumme Träume oder völlig unsinnige Träume. Also ohne Zusammenhang. Wenn ich einen guten Schlafplatz habe, dann bekomme ich die ganze Nacht, meine Seele ist vollkommen online mit mir und sie steuert mein Leben. Das ist unsere göttliche Energie. Der moderne Mensch denkt, er hat seine Intelligenz, er hat seinen Geist, er hat seinen Körper, er kann mit seinem Smartphone umgehen und so. Und wenn ich einen Mensch sage, sag mal, deine Intelligenz, ne, dann wird er aber aggressiv. Wenn ich sage, du hast gar keinen Geist, dann wird er auch aggressiv. Wenn ich sage, du hast keine Seele, dann wird er mir sagen, was ist denn das? Wir haben eine Seele, die wir jederzeit kontaktieren können, die wir nach Abruf. Wir können unsere Träume oder das weitere Leben in praktisch abrufen. Kein Mensch macht das. Weil sobald ein Mensch das machen will, will er alles hinterfragen. Das heißt, er kann nicht loslassen. Es gibt aber einen Weg, den ich für mich herausgefunden habe. Wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und die Menschen brauchen meine Hilfe, dann konzentriere ich mich, ich habe keinen Politiker als Vorbild, das kann ich nicht geben, aber ich habe das Bild von Christus. Und dieses Bild habe ich mich eingeprägt. Und wenn ich irgendwo bin, um neutral zu denken und meinen Verstand zu überlisten, konzentriere ich mich auf das Bild und visualisiere eine ganz tolle Reise im Kosmos an der Mondsonne vorbei und wie auch immer, Milchstraße, ich bin ganz weit weg. Aber ich visualisiere die Räume, die mir zur Verfügung stehen, um zum Beispiel ein Doppelbett herauszufinden und dann die Kinderbett und die Reihe da. Und dann, wenn ich diese Punkte habe, ich bringe immer, indem mir das erste, was ich mache, das ist der Scheitelpunkt ist, das ist für mich Endebett. Und wenn ich dahin komme, da mit meinem Pendel und ich frage einfach meinen Pendel, wo ist denn das? Da genau, zack, da fängt er an richtig resonieren und in welche Richtung muss das Bett stehen? Und dann fängt er an, mir richtig zu sagen, nach dahin. Das heißt,
Im Grunde genommen ist es unsere Seele, die in unsere Aura eingreift, damit das Ding anfängt, seine Pendelwirkungen zu machen. Es ist absolut irre. Es ist auch faszinierend, weil wenn man dann sofort von dem guten Feld, natürliche Feld, den man als erstes von da aus mit geschlossenen Augen sich stellt, also sich um sich 360 Grad dreht, wo kommen andere Störungen, fremde Störungen her? Und dann geht es in den Schrank, das gibt eine Schublade, dann sagt man, öffnen Sie die Schublade, das sind Kunststoff. Nein, da ist kein Kunststoff hier. Aufmachen und dann holt man den ganzen Müll raus und dann hat man im Flur einen halben Kubikmeter davon. Ne? Also, weil die Leute vergessen, ihre ganze Kleidung, die auch zum Beispiel 10% Polyester hat, nur 10%. Ne? Mit den Rest meinetwegen ausbaut. Sehen Sie, das ist Baumwolle 90%. Dann sage ich, die 90% Baumwolle, die waren uns das Problem nicht so, aber die 10% Polyester, raus damit, raus. Was man machen kann, dann, und das empfehle ich immer, damit es ruhiger im Hause wird, alle Schränke aufmachen und alle Schränke, den Gang, alles raus und alles, was nur 2% Polyesteranteil hat, oben in dem Schrank. Und dann alles, was 100% Baumwolle hat, so wie zum Beispiel Bettdecken und Betttücher und Handtücher Handtücher und das alles nach unten. Alles nach unten. Der große Vorteil ist in einem Mehrfamilienhaus, dass diese Störungen sind mehr aktiv von unten. Ganz selten von oben. Das kann passieren, wenn Sie sich in sogenannten Bankergitter sind. Dann können Sie praktisch auch nach unten. Aber das ist ein anderes Thema. Das wird man sicher in einem anderen Film sehen. Das Bankergitter ist normalerweise 21 cm Wellenlänge, also in ihrer Breite, und das ist waagerecht überall, und das kann egal in dem Raum kommen. Also das heißt, ich muss oben meine Plastiken legen. Wenn ich in ein Mehrfamilienhaus bin, dann kommt es sogar mein Nachbar oben zu gut, und ich muss immer an meinen Nachbar denken, ne? Sonst tue ich mir selbst etwas Schlechtes. Weil oben ist es so, wenn ich das direkt unter der Decke platziere, diese ganzen Kunststoffe, dann haben sie weniger Anlaufschwingung. Das heißt, die werden sofort von der Betondecke abgefangen, sozusagen. Und die können nicht weiter. Man muss sich vorstellen, das ist so, als wenn man in eine normale Mauer ein Auto vorstellen würde und dann gibt man Gas mit dem ersten Gang und dann drehen die Räder durch. Oder zum Beispiel, ich nehme Anlauf von 50 Meter vorher, und dann komme ich durch das ganze Haus so, bis in den Garten rein, so, sozusagen. Und so funktioniert es ungefähr mit diesen Strahlungen. Total spannend. Ja, und dann, also eigentlich kann das jeder für sich. Er muss nur lernen, mit dem Pendel umzugehen und er muss das Pendel, die Länge der Schnur genau an seine eigene Körperfrequenz anpassen. Okay, also so Pendel, das, ja, das kennt vielleicht der eine oder andere, wenn so hobbymäßig gependelt wird, was wird es denn für ob es ein Junge oder ein Mädchen wird oder so, was wird gerne mal ausgependelt? Ja, gut, also das sind Spielereien, womit ich mich nicht befasse. Also es ist im Grunde genommen, man muss wissen, dass er in der Kernphysik, in der Atomphysik, die Physiker, die die kleinste Materie nicht mehr technisch erfassen können, dass die auch mit einem Pendel arbeiten. Nur so können sie die feinste Materie erfassen. Also es ist nicht so, wenn man zum Beispiel vom Bundesamt für Strahlungsschutz sieht, was welche Radioaktivität aus der Erde strömt und so, und wie der Mensch auch selbst, das sind Bilder da, diese Broschüren gibt es kostenlos. Wenn man sich ansieht, wie das alles so voller Strahlung, es ist alles bekannt. Es ist alles bekannt. Und die Schulmedizin nützt die Dummheit der Leute, um sie als Kunden zu behalten. Praktisch, und die Leute rennen dahin, die nehmen sich, wenn die nicht schlafen können, die betäuben ihr Körper chemisch mit Pillen, damit er schläft. Der Körper schläft ja nicht. Der bekommt, das ist kein Schlaf, was er bekommt. Er wird chemisch vergiftet. Wer nicht schläft, hat Strahlen. Ganz klar. Entweder selbst produziert oder der schläft auf diese Krebspunkte und so weiter. Also man kann auch dann, wenn man etwas Ahnung hat, kann man sogar zwischen ein künstlicher Krebspunkt und mit der Wünschelrute und ein natürlicher Krebspunkt.
Man kann nur die, man spricht mit der wünschenden Route, als wäre man ein Freund. In dem Moment produziert man auch seine elektromagnetische Energie, aber den Freund ist dabei und dann geht man auf, ist das ein künstlicher Krebspunkt oder ist das ein natürlicher Krebspunkt? Und wenn er zieht, dann weiß man, ob es ein natürlicher Krebspunkt oder ein künstlicher Krebspunkt ist. Wir können alles. Wir sind als Mensch, wir sind so fantastische Wesen, wie der Einstein schon gesagt hat, der Mensch nutzt nur 10% seiner Intelligenz. Und da muss ich sagen, damit hat der Kerl recht gehabt. Das ist völlig richtig. Wir wissen nicht, wenn wir anfangen, mit unserer Seele zu arbeiten, was wir können. Man muss nur an den Bergsteiger Reinhold Messner. Reinhold Messner. Der einzige Mensch, der das schafft, nach oben auf den Himalaya ohne Sauerstoff hinzukommen. Wie glaubt man, dass er das gemacht hat? Wie glaubt man, dass er das gemacht hat? Er hat es nur im Gebet gemacht. Er hat es nur im Gebet. Er hat meditiert. Man spricht davon meditieren. Er hat sich mit seiner Seele verbunden. Ich will es, ich schaffe es. So, und er hat praktisch mehr oder weniger bewusst oder unbewusst seine Seele darum gebeten, dass sie ihm das toleriert, dass er das schafft. Und er hat es geschafft. Die meisten Menschen schaffen das nicht, weil die da oben mit dem Verstand gehen, mit dem Ehrgeiz, was bin ich ein toller Kerl. Aber er arbeitet mit seiner Seele. Und er sagt auch, Kircheltern nichts davon, weil die Menschen waren schon früher, haben schon gewusst, dass ihnen was denen fehlt. Und die Kirche, die Macht aber der Kirche, haben gewusst, da ist eine Seele drin. Und da haben sie die Seele so teuer verkauft, dass sie überall ihre Kirchen gebaut haben und die armen Kerls sind verhungert, weil sie für die Kirchen bezahlt haben. Aber im Grunde genommen, diese Seele ist unsere göttliche Ebene. Wir haben sie alle in uns. Und wenn wir sie gut in Anspruch nehmen, dann ist sie sehr, sehr dankbar. Und die wird uns nicht im Stich lassen. Ja, ja. Spannende Themen. Also ich merke schon, das ist ein unwahrscheinlich breites Feld und Wahnsinn, was da an Informationen auch auf mich einfließt. Ja, ja, ich möchte ganz gerne noch, um aufzurunden, wieso kommen diese Strahlungen her? Ja. Wieso soll die Erde strahlen? Wir wissen, dass Astrologen oder in der Astronomie wir müssen uns vorstellen, das Sonnensystem, unsere Erde, wie klein unsere Erde ist. Und unsere Wissenschaftler sind in der Lage, manchmal schon 30 Jahre im Voraus, auf der Sekunde ganz präzise, und zu sagen, wann es ein Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis geben wird. Genau in dem Moment, und das wird vielleicht nur 3 Minuten dauern, das sagen sie auch, und 30 Jahre davor. Die Laufbahn unserer Planeten sind von einer extrem hohen Präzision, obwohl die Erde allein in dem Universum sich mit 106.000 Kilometer pro Stunde bewegt. 106.000 Kilometer pro Stunde bewegt sich die Erde. Und das tun alle Planeten. Und dieses ganze Universum, die Planeten entfernen sich immer mehr voneinander, muss man wissen, weil das funktioniert wie ein Luftballon. Das wird immer größer und immer größer und immer größer. Aber das kommt in deren Berechnungen. Sie können trotzdem sehr präzise berechnen. Und wieso kommt es dazu, dass diese Planeten sich so präzise aneinander bewegen? Welche Kräfte sind das? Ist das denn nicht Radioaktivität? Ist das denn nicht, sind das vielleicht nicht Neutronenstrahlung? Ist das vielleicht nicht magnetisch? Warum ist mein Blut magnetisch, wenn ich praktisch auf ein erdmagnetisches Feld schlafe und da ich keinen Krebs bekomme? Warum wird mein Blut elektrisch, wenn ich Störungen habe durch Krebspunkte, die da so, dann Elektrizität, dann praktisch sinkt die Spannung von meinen Zellen von 70, 90 Millivolt auf 10 Millivolt darunter und dann habe ich Krebs, weil unter 10 Millivolt die Zelle, das ist immer Krebs, da kann ich machen und tun, was ich will. Und der Witz ist nämlich, dass diese ganzen Planetensysteme sich natürlich mit sehr starken Radioaktivitätsfeldern, Elektromagnetismus und alles, was in der Natur an Strahlung überhaupt sich ergibt, das kennen wir aus Gestein und so weiter, die sehr stark radioaktiv sind, oder aus dem Uran, das gewonnen wird für ein Kernkraftwerk und so weiter. Unser ganzes Universum kann nur so perfekt geregelt werden,
durch solche unsichtbare Strahlung. Sonst würde alles, die Planeten würden miteinander crashen und so weiter. Und das ist nicht der Fall. Es ist alles sehr präzise. Aber es ist so, dass unsere Erde nicht so gleichmäßig geformt ist. Wir haben Kupfer, wir haben also alles, was wir im Körper haben, hat unsere Erde auch. Das heißt, ob das Mangan, ob das Vanadium und Eisen oder Wasser. Und wir haben zufälligerweise genau dieselben Wassermengen in unserem Körper wie die Erde auch, nämlich 70%. Ja, wir haben sogar 90% im Gehirn. Also das hat nicht mit Wasserköpfen zu tun. Aber es ist einfach so, da greift natürlich sehr, das wäre ein anderes Thema, der Smartphone hier über den Wasserhaushalt im Gehirn, das ist also schon sehr tückisch, die Geschichte, die Leute tun sich nichts Gutes. Das gibt auch für die viel Telefonieren damit, es ist bekannt, es gibt das Glioma. Ein Glioma ist ein inoperabler Gehirntumor in den meisten Fällen. Und dann gehen die Leute, aber auch so 20-jährige Mädchen und so. Also das sollte man sehr, sehr berücksichtigen. Ich meine, früher haben diese Geräte mit 12 Volt gesendet und heute schaffen sie es mit 2 Volt, dann weiß aber nur, wenn man draußen telefoniert damit. Das ist ein anderes Thema. Fakt ist, dass unsere Erde nicht gleichmäßig gebaut ist mit einer Schicht Kupfer, einer Schicht Wasser, einer Schicht Vanadium. Nein, das ist sie nicht. Es sind aber so viele verschiedene Mineralien hinter der Erde, je nachdem, in welchem Kontinent ich bin. Und diese Strahlung, die eigentlich dafür sorgt, dass unsere Erde wie alle anderen Planeten in eine Laufbahn hält, sehr präzise in der Laufbahn ist, stößt natürlich auf solche Metalle oder Wasser oder wie auch immer. Aber die Atomkerne von dieser Energie, die also, wie gesagt, unser Planetensystem hält. Die Atomkerne, diese Geschichte, die erhitzen sich über solche Metalle, Wasser und Co. Die erhitzen sich aber so sehr stark, dass es zu einer Kernspaltung in der Erde kommt. Und aus dieser Kernspaltung heraus strömen natürlich die Neutronen an der Erdoberfläche zurück. Und die Neutronen davon, wie Dr. Met Rotta, sehr gut, auch Krebsforscher, sehr präzise dokumentiert hat, diese Neutronenstrahlung ist das, was unseren Krebs macht. Weil es killt den Erdmagnetismus an unserem Schlafplatz, und zwar jede Nacht. Deswegen kann ich das nicht ausweichen, kann ich das nicht entstören. Es gibt viele Scharlatanen, die verkaufen alle möglichen Entstörgeräte und so. Man kann es nicht entstören. Es geht nicht. Man muss diesen Platz verstellen. An einen guten Platz, den ich mit dem Pendel und Wünschelrute auch kontrolliere. Pendel rausfinde, über verschiedene Etagen, es ist nachher kein Problem, der ein bisschen geübt hat. Man muss üben. Man muss üben für die Wünschelrute. Man muss genau üben. Das ist genauso wie Fahrradfahren. Wenn ich nicht übe vorher, dass die beiden Gehirnhemisphäre wissen, was ich davon haben will, dann falle ich auf die Zähne. So, wenn ich zum Schwimmen ist es genauso. Wenn Skifahren ist es genauso. Autofahren ist es genauso. Meine Gehirnhälfte, die müssen immer wissen, wie ich zu tun, die müssen genau wissen, was ich will. Das ist ganz genau dasselbe. Dann ist unsere Seele dran. Wenn wir gut eingeübt sind, dann unsere Seele weiß, was wir wollen. Ich steige an ein Fahrrad, ohne mich darauf Gleichgewicht zu konzentrieren. Skier genauso, schwimmen genauso und ich gehe nie unter. Und genau dasselbe beim Autofahren. Wenn ich eine Strecke kenne, die habe ich schon gefahren und ich kenne mein Ziel durch die Stadt, Ampelanlage, Fußgängerzone, alles Mögliche oder Zebrastreifen. Wenn ich kenne da mein Ziel, aber ich habe eine große Beschäftigung in dem Moment, ich bin auf etwas konzentriert, weil mir viel wichtiger ist als das Autofahren. Ich fahre durch die ganze Stadt, ich habe die Geschwindigkeit gehalten. Ich war aber überhaupt nicht bei meinem Fahren. Und ich komme an, ich denke, ach, ich bin schon da. Das kenne ich sehr gut. Das ist unsere Seele. Und unsere Seele kann viel, viel, viel mehr. Und unsere Seele ist unsere göttliche Ebene. Sie hat dafür gesorgt, dass wir ein gutes Leben haben. Manchmal fallen wir auf die Nase, weil wir unsere Natur nicht, die Natur um uns herum nicht berücksichtigen.
oder nicht damit umgehen, dass irgendwelche Katastrophen in einer Familie sind, ein Sterbefall oder so. Aber ein Sterbefall ist ja kein Problem, weil die Seele des Menschen, die geht ja nicht verloren. Der Körper darf nicht mehr leben. Nein, der darf nicht mehr leben. Aber die Seele des Menschen, das ist nach wie vor da. Und diese Seele ist nach wie vor. Ich habe so viele Erfahrungen damit. Ich mache auch Zähnuntersuchungen für eine Zahnärztin über den sogenannten psychischen Bezug der Zähne nach Friedrich Ochsenreiter. Das ist kaum bekannt. Aber Leute, die einen Burnout haben zum Beispiel, da ist immer der 4-Punkt-Zahn, der 2-Punkt-Zahn und der 1-Punkt-Zahn. Die ziehen alle drei da drin. Werden die Zähne behandelt, vielleicht homöopathisch nur, dann unter Umständen zwei Monate später ist es nach 4-5 Jahren Krankheit, geht der Mensch wieder an seine Arbeit. Das ist unglaublich. Das ist spannend, also, alles so spannende Themen. Ja, das habe ich zum Beispiel in meinem blauen Buch, wenn die Ärzte nicht weiter wissen, das habe ich da zitiert. Dieses Jahr. So, ja, das ist alles da drin und wie man die Wirbelsäule auch selbst Beckenschiefstand auch teilweise selbst behandeln kann, weil die Orthopäden absolut keine Ahnung davon haben. Sehr empfehlenswert. Also die Bücher, es sind ja noch mehr Bücher, also es ist echt also spannend. Ich kann die Bücher kommentieren, wenn Sie die jetzt zeigen wollen. Das Rote Buch zum Beispiel, das ist die Ursache der Zivilisationskrankheit. Das hat ungefähr 400 Seiten. Die Ursache der Zivilisationskrankheit und die Wissenschaftler, aus aller Welt, die auch solche Sachen dokumentiert haben, hochinteressant. Dann kommt das gelbe Buch, das sind die Therapien, so über Übersäuerung, Stoffwechsel und so, in Bezug auf Erdstrahlung und Ernährung mit Umweltgift und so. So, das hat ungefähr 400 bis 500 Seiten. Ja. Und dann kommt das Buch für zu Hause, gesundes Haus, gesunder Mensch, also Rot, Gelb, Grün. Mit Grün kann man also den durchfahren, weil dann hat man das Haus schön saniert und dass man eigentlich nicht mehr krank werden kann. Und dann zuletzt muss ich auch sagen, wenn der Mensch wieder gesund ist, dann kann er sich nach Paris führen und in Loire-Schlösser mit Weinkeller-Besichtigung. Also die Leute, die damit danach gefahren sind, sind begeistert, weil sie praktisch den gesamten Opfer in den Seen innerhalb von einer Woche gesehen haben. Echt spannend. Nach Paris wollte ich auch mal. Ja, dann bitte. Wir schauen erstmal nach der Gesundheit, ja, dass wir alles auf die Reihe kriegen und dann, wenn es uns gut geht, dann geht es ab nach Paris. Ja. Okay. Aber das System ist klar, ne? Wieso das geschieht. Also, man darf nur nicht unseren Schlafplatz sehen. Der Ursprung ist tatsächlich interplanetär gemeint. Das ist das Universum eigentlich. Ja, und wir haben natürlich, das Dr. Rutter hat das hervorragend beschrieben, wie das alles so geschieht. Und es ist ein hervorragender Krebsforscher, der auch dieses Jahr nochmal einen Kongress hat. Ich durfte auch im Jahr 2012 über die sekundäre Krebsursache referieren. Da hatte ich sogar 2 Stunden Zeit, wo normalerweise 3/4 Stunden genehmigt sind. Ich war ja ganz stolz. Ja, aber es ist auch wirklich spannend, Ihnen zuzuhören. Also solche umfangreichen, also es ist einfach unglaublich, was jetzt so alles an Themen auch nur angerissen wurde, wo wir uns über jedes einzelne Thema noch eine Stunde unterhalten könnten. Es ist einfach faszinierend, ja. Ja, es ist sowieso faszinierend. Es ist, weil wenn ein Mensch damit beginnt, sich zu befassen, das wird nicht dabei bleiben. Weil er wird sehr viel Sachen entdecken. Die Hauptsache, er fängt nicht an, auszurasten damit. Weil das ist so eine Faszination, dass man, viele können nicht loslassen. Man muss sich am Anfang üben mit der Wünschelrute, mit der Einhandrute, die habe ich auch in den Büchern angegeben, wie man sich das selber bastelt. Ein einfacher Eisendraht mit dem Widerstand davor, dass man merkt, schon, wenn man sich lateral bewegt, dann man merkt schon die Widerstände. Und dann, wo ein starker Widerstand ist, ja, dann kann man sich das merken für später und dann fängt man an mit der Wünschelrute nach Dr. Hartmann, diese weiße. Die ist auch zu bekommen bei dem Forschungskreis für Geobiologie in Wattgatzenbach. Diese 4 mm Rute, Gabelrute, 4 mm. Also die ist hervorragend, weil sie dieses Kunststoff isoliert eigentlich, aber gerade die menschliche elektrische Energie wird über diese Kunststoffrot wunderbar geleitet. Ja, und das ist also, ja, wie gesagt, derjenige, der sich damit befassen will,
kann anfangen mit so einem Draht, einem Griff und dann irgendwie ein Widerstand und dann geht er seitlich und dann spürt er schon etwas. Und dann kann er das vertiefen mit der anderen Route und er kann mit dieser Wünschelrute nachher alles genau mit geschlossenen Augen anpeilen, was sein Körper stört. Und sein Körper wird das genau merken und er wird genau auf den Punkt genau, ein Zentimeter ganz genau oder Millimeter genau sogar, wird er genau anzeigen, wo er das kommt. Selbst auf hunderte von Metern. Lieber Guy Laforge, spannend. Wir haben jetzt schon deutlich über eine Stunde. Ich würde vorschlagen, wir lassen es heute jetzt erstmal dafür bewenden und wir machen vielleicht noch einen zweiten Teil, weil es sind ja doch noch einige Themen, die wir noch gar nicht richtig vertiefen konnten, sodass wir im Prinzip dann morgen einfach nochmal einen zweiten Teil dranhängen, wo es nochmal ein bisschen detaillierter in die anderen Themen reingeht.